Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn Ihnen ein Räuber auf der Straße erst die Brieftasche, das Handy und den Autoschlüssel klaut und abzieht und Ihnen anschließend 2 Euro zurückgibt, damit Sie sich wenigstens eine Busfahrkarte kaufen können, werden Sie dem Räuber dann dankbar um den Hals fallen? So ähnlich wie bei diesem Raubzug fühlt es sich für die hart arbeitenden Steuerzahler an, wenn Politiker zum Teil ohne Berufs- oder Studienabschluss und ohne Arbeitserfahrung das sogenannte Wachstumschancengesetz bejubeln. Daneben in diese Politiker erst 964 Milliarden Euro ab und dann sollen sie dankbar sein, wenn man ihnen 7 Milliarden Euro zurückgibt. Allein die Steuererhöhungen der letzten 10 Jahre haben dazu geführt, dass man den hart arbeitenden Steuerzahlern inzwischen Jahr für Jahr 300 Milliarden Euro mehr abnimmt. Und jetzt will man ihnen von den 964 Milliarden Euro 7 Milliarden Euro zurückgeben, beziehungsweise noch viel besser. Nach dem Ergebnis des Vermittlungsausschusses sollen es jetzt nur noch 3 Milliarden Euro sein. Und ganz so einfach wird es dann auch nicht werden. Denn wie bürokratisch das Ganze wird, sieht man allein beim Entwurf dieses Gesetzes. Das Gesetz hat sage und schreibe 250 Seiten und umfasst rund 50 kleinere Einzelmaßnahmen. Das Gesetz ist eine Chance für Wachstum, aber nur für das Wachstum von Bürokratie, meine Damen und Herren. Und damit Sie mal die Dimensionen einer Größenordnung von 7 Milliarden Euro erkennen können. In den letzten Monaten haben Millionen von Menschen die Formulare für die Grundsteuer ausgefüllt. Die Grundsteuer bringt den Kommunen 15 Milliarden Euro pro Jahr, also etwa doppelt so viel, wie hier ursprünglich mal mit dem Wachstumschancengesetz eingespart werden sollte. Allerdings müssen für die Grundsteuer unglaublich viele Daten erhoben werden. Zahlreiche Bundesländer haben zudem unterschiedliche Modelle und es gibt bereits Millionen Einsprüche gegen die Grundsteuerbescheide und die Gerichte müssen sich bald mit tausenden Klagen beschäftigen. Also wenn man entlasten wollte, dann hätte die Regierung einfach die Grundsteuer abschaffen können. Doppelte Entlastung, einmal bei der Steuerhöhe, zum anderen bei der Bürokratie. Und genau eine solche Entlastung hat die Alternative für Deutschland immer wieder gefordert, doch sie alle haben immer wieder abgelehnt. Man könnte auch viele Bagatellsteuern einfach streichen. Zum Beispiel folgende Steuern würden zusammen 6 Milliarden Euro bringen. Zweitwohnungssteuer, Schaumweinsteuer, das ist die Steuer, die eingeführt wurde, um die Kriegsflotte im Ersten Weltkrieg zu finanzieren. Also die Schaumweinsteuer könnte man abschaffen, Hundesteuer, Biersteuer, Kaffeesteuer, Luftverkehrssteuer, Alkoholsteuer. Einfach 7 Steuern komplett streichen und die Bürokratie entlasten. So einfach ginge Politik für den Bürger. Aber es gibt noch etwas, wo man schnell 7 Milliarden Euro auftreiben könnte. Durch die Reduzierung der GEZ-Beiträge von 8 Milliarden Euro auf 1 Milliarde Euro könnten die Bürger nicht nur um 7 Milliarden Euro entlastet werden, sondern sie könnten die Bürger auch viel glücklicher machen. Doch statt hier den großen Wurf zu machen, verlieren sie sich wieder mal im Klein-Klein, sowohl hier im Land als auch im Bund, als auch im Vermittlungsausschuss. Wir werden hingegen weiter für ein einfaches Steuersystem in Anlehnung an das Modell von Kirchhoff arbeiten und kämpfen für Freiheit, Wohlstand und Vernunft. Vielen Dank.